Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part zu Splatoon Online. War lange nicht mehr bei mir drin und ich möchte es endlich mal wieder nachholen. Boah, ich bin zurück, ich hab ein bisschen raus in diesen Aufnahme hier. Dass es mir schon wieder leid tut. Ich möchte es endlich mal besser mal hinkriegen. So, ich sollte mal eine perfekte Wende aufwerben. So, das besser aufladen. Und dann geht es auch wieder besser voran. Ist da jemand? Nope. Gut. Schön fahren, fahren, fahren. Man kann auch schön gemütlich fahren. Ach, hau doch mal ab. Ach, ich hab den nicht. Dann gehst du eben weg, Skihafe. Oh. Ich hab ja die Barriere, die hab ich ja. Alles klar. Das habe ich nicht gemerkt. Zack. Und wieder schön fahren. Jo. Okay, das war witzlos. Dieser Kill. So. Da ein bisschen hin. Oder einfach fahren. Aber ich habe jetzt keine Lust, jetzt die ganze Zeit dauernd zu spritzen. Darauf habe ich nämlich keinen Bock. Nur wenn es das im selbst Notwehr gibt. Also kann man ja schon fahren. Und ich steppte uns ab durch die Insta-Bomben. Gott. Aber wir haben ein DC. Schön. Da kann man auch das Spiel starten mit einem DC. Ich das Spiel kann manchmal so nett sein. Manchmal so asozial. Gut, da oben. Da wollte ich schon hin. So. Wieso muss ich auch mit einem starten, der ein DC bekommt. Das ist schon eine Frage, die man stellen kann. Jo. Wenigstens auch den Japaner mit Kontrolle. Weil zu spritzen hätte ich ja keine Zeit dafür gehabt. Ohne. Wenigstens. Pff. Ey, dieser Sprinkler sind auch bei mir sehr bescheuert. Sonderbar, sagen wir es mal so. Wow. Jetzt habe ich einmal gesquitt. Das war Fehler von mir. Ja. Egal. Ach Gott, ich sollte entfernen. Lass er mal weg hier. Da springt er bitte. Mal da oben entfernen. Du gehst weg. Komm schon, verliert anschleichen. Das geht ja noch. Yes! Wenigstens hier auch noch mitgenommen. Oh Gott. Aber Gegner haben wohl die erste Runde gewonnen. Weil wir einfach ein fucking DC haben. Egal. Weiter geht's. Das Plätten geht immer noch weiter. Obwohl es so 5% Unterschied ist. Ach komm. Wie oft habe ich diesen Sound vermixerung? Das ist schon krass. Alles klar. Ich habe heute ja wirklich nicht viel geleistet bei uns. Schwepp, schwepp, vorbei, geschwepp. Ja, ich weiß. Meine Ausrüstung wieder. Das Kopfteil hätte ich, habe ich so ein Glück gehabt. Ich habe nicht, ich kann das auf der Art, den Kopfteil schnell Ladezeit zu kriegen mit Sekunde Verbrauch. Ja, gut, Bob Magel ist ja sehr gut. Und verbessert hat man kann mir noch ein bisschen nicht so viel verständlich werfen, aber nein, das möchte ich auch nicht. Achso, Statuen. Ah, Musik als Hintergrund, ein bisschen. Bench weg neben mir. Ja, das hier nehmen wir. Ja, 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 lass mir so. Dun, dun. Ach ja, und bei mir läuft es aktuell auch nicht so toll, gerade weil ich bin jetzt ein bisschen eher beim Stream aktiv, weil jemanden. Das soll ja auch nur heißen, dass ich da auf jeden Fall sehr beschäftigt bin auch bei dieser Zeit und ich bin gerade beim Aufnehmen um ca. 1 Uhr morgens. Das heißt, es ist gerade Mittwoch, genau 1 Uhr. Das ist jetzt gerade die Zeit. Ja, und ich spiele dann noch Splatoon mit Aufnahme. So, sogar am besten die Wände hochfährt mit dem Roller. Man muss nur richtig können. So. Alter, ich weiß gar nicht, wie ich hier hingehen sollte. Alles. Also, muss ich da gleich einen guten Splitter werfen? Perfekt. Ah, den machst du direkt weg.
das nervig. Na, ich geb dich nicht. Daneben ignorieren. So, Echolokator. Und ich weiß, wer ihr seid. Und deine Dünenrolle versteckt sich da. Mann, ich bin doch. Ich bin doch zurückgegangen. Ich hätte doch die Moonwalk gemacht. Oder die Moonroller. Ja. Ich glaube, ich bin jetzt so müde für diese Art. Wieso kann ich da keinen vernünftigen Springer werfen? Und wieso färbt er keinen diesen Weg ein? Okay, das war knapp. Schön mit dem Dünenroller. Einfach mal fahren. Ist doch mal auch was anderes, anstatt die meisten versuchen eher Dauer zu spritzen. Das mag ich nicht. Warte mal kurz, an den intelligenten Sprinklein sitzen. Yes, der war intelligent. Hey, ich will da hoch. Komm, ist der Sonne gestorben. Wo ist der Gegner? Nicht so. Wow. Und beide mitnehmen. Jawohl. Das war krass. Und da auch mein Spektrum. Alter, okay, Gott sei Dank hat er nur diese. Ich danke an diesen ein Update für mich. Ich hab jetzt ein Update-Glück. Sonst wäre ich ja auch gesplattert. Okay, da ist einer, das habe ich schon geahnt. Ich mach mal hier einen Sprint dahin. Und hol ihn. Zack. Nein, das war mein Gehirn. Egal. Mist. Sprint gleich nach oben wieder. Yes. Ja, der ist ja nice. So. Wow. Noch mal ein bisschen höher stellen. Wow. Man muss ja nur. Man darf ja nicht so durchschützen. Das ist so ein richtiger Verrat eigentlich. Wo uns der Position ist. Schon. Wenn ich intelligent bin, komm schon bitte. Mist. Ich wollte dich eigentlich überfahren, aber du bist weiter vorgegangen. Yes! Einen richtigen Sprinkler geworfen. Boah, das war der Winkel, war voll hast. Und wieder auffüllen. Wo seid ihr? Da ist einer. Als! Oh, oh. Als ob der einfach instinktiv den Titan aktiviert hat. Als ob. Die zweite Runde war ja schon sonderbar. Ich habe gesehen, bei Dünenroll verreift man seine Position, da kann man einfach ganz leicht umgehen. Und das war ja auch interessant. Ali, 2-0. Respekt an dich. Wo immer du warst. Ach Gott. Nächste Runde, nächstes Glück. Oh, ich lasse einfach mal das Lied an mein Lied laufen. Oh mein Gott. Diese Arm ist so strong. Manchmal muss ich die Flachwitze manchmal machen. Ich weiß auch nicht. Wow, der Raum wird schon schnell voll, muss man sagen. Ich finde gut, dass Shihiro noch in den Raum noch online war. Ja, es ist auch ein Vorteil, Japaner, wenn meine FL zu haben. Dies ist eine sehr coole. Macht Spaß mit ihr zu spielen. Auch wenn ich auch mit ihm nie geredet habe. Ähnlich geht ja, by the way. Schon? Och Gott, nicht mal deinen vernünftigen Sprinkler kann ich mal am Mappen werfen. Das ist natürlich nicht so toll. Ah, so, da rüber einfärben, damit man dann nicht mehr färben muss. Immer den Weg so einfärben, dass man dann nicht mehr hinlaufen muss. So muss man das Dünenrollerspritzen ausnutzen. Jo. Und wieder in den Rücken. Und hinten. Wer ist jetzt Sprinkler? Kann ich mal mit meinem richtigen Vernünftigen sprechen? Boah. Oh Mann! Als ob der Titan mich auch getroffen hat! Oh Gott! Ich war erstmal froh, dass ich den losgeworden bin. Und dann so ein Dreck. So ein Dreck. Mein Gott. Dass man da nicht mehr hinlaufen muss.
Da ein bisschen einfärben. Zack. Und schnell da hoch. Wo kann man? Auf den Baum. Wegen Baum. Bobby, Rückendeckung. War nichts da. So, wo landet der? Ah, da. Wow! Mist, da steckt ja noch einer. Komm schon. Yes! Darauf habe ich gewartet. Auf diesen Dollar-Kill habe ich mal gewartet. Das ist der dreisteste Kill eigentlich. Man muss nur geduldig sein, dann geht das. Und tschüss. Komm, lass mir einfach mal die Bäume. Wow! Okay, das, die habe ich total übersehen. Boah. Und der eine. Ja, mein Spawncrasher. Diese Armstrong ist ein Spawncrasher. So. Wie soll ich jetzt ein bisschen entfernen? Nein! Ist doch blöd. Wow. Komm, von hinten überraschen. Mist. Da kam noch einer von rechts, die mal schon markiert ist. Ich hab nicht mal richtig reagiert. Passiert. Ich möchte ja nicht darauf spritzen. Das möchte ich ja gar nicht. Alter, wie kann ich jetzt perfekt durch diese zwei Wände schaffen? Ach Mist. Die schaffe ich nicht mehr. Links habe ich den einen Lieblingsrollerkill geschafft. Alter, will die mich haben. Hätte ich den Dünner-Roller Telze, hätte ich mir den Glicksbaum ein bisschen leichter machen können, aber. Nein, ich wollte unbedingt mit Ashlocator. So. Das hätten wir auch mal geschafft, diese dritte Runde. Dünner Roller. Eine schwere Waffe. Manche versuchen eher Dauer zu spritzen. Aber ich bin nicht einer von dieser Sorte. Man muss auch ein bisschen besser taktisch vorgehen. Und ich möchte auch lieber damit auch mehr fahren. Das wird auch mal schwerer und schwerer. Puh. Musik da noch im Hintergrund spielen lassen. Jeps. Gerade gemacht. Aerospray. So. Vierte Runde. Alles fährt endlich losgehen. Manchmal sind diese Zeichnungen schon interessant. Diesen Spiel. So. Spring ich da hier hin. Jetzt ein bisschen. Ja, so. Hey. Komm schon. Bitte reicht es. Da oben ein bisschen. Jetzt hoch. Jetzt. Jawohl. Das ist mein Lieblingsfehl. Um den Roland zu färben. Und da ist auch Gegner. Und meine Tinte, das ist ja auch perfekt. Ach, hier ein Bogen ein bisschen. Komm schon. Hat mir ein bisschen voll. Ja, passt schon. Geht doch. Moment, wo sind die Gegner markiert? Wow. Hä? What the fuck? Als ob. Das war schon. Krasse Verbindung. Komm, perfekt da oben. Hier ein bisschen oben. Jawohl, nicht so viel weit. So. Aber ich einen Kitty kann. Okay. Ich glaube, wir machen. Jawohl. Der Moonwalk hat sich und musste. Oh! Da war doch einer. Jetzt gehst du weg. Bist du krass blöd? Ach egal. Ignorieren. Der hat's mal überlebt. Ich hab keine Lust jetzt da rumzukämpfen. Wie er unterwegs ist mit dem Roller. Ich sehe den Morgen. Ich weiß nicht, wie das Lied weiter geht. Aber jeder weiß, welches Lied ich jetzt singen möchte. Hä? Oh Gott.
Mein Gott, die Lex sind manchmal sehr real. Und es sind gerade alle aus meinem Team gestorben. Yay! Wie ich das auch so sage. Und ja, ich habe noch eine... Ich habe noch diese Last-Minute-Release Video im Kopf gerade. So, ignorieren. Lass sie mal einfach mit dem Pinsel mal dort unten wedeln. Auch wenn das deutlich zweideutig klang. Und schon jetzt. Jawohl. Und wo springt die hin? Dahin. So. Einfach mal gemütlich fahren. Ist auch mal was Schönes. Yes, weggemacht. Der Weg war nicht so optimal, deswegen braucht man zwei Hits. Alter! Ich hätte dich auch überfahren zuerst, oder? Ach, da waren diese Lags wieder. Komm schon. Boah. Wow. Da doch. Wow. Dünne Roller. Ist eigentlich auch schon eine gute Waffe. Die Sprengler macht eine gute Hilfe. Man hat ja nur nichts Gutes alternativ zu werben, also seine dünne Rolle zu schlagen. Aber das ist so wie deine Umgangssache. Wenn ich nur mal 15 Mitglieder habe, kriegt man auch gute, kann man auch mal gewinnen. So, dann machen wir mal die letzte Runde mal, oder? Starten wir mal die letzte Runde. Und dann schauen wir mal, wie es die letzte Runde einfach mal wird. Wow, direkt voll. Das habe ich auch nicht direkt gesehen. So, letzte Runde. Letzte Runde. Letzte Runde. Da, 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 da. Ah, ich bin ja nicht so oft bei Jerem Team. Diesmal nicht. So. Sprengler. So, ein bisschen Pre-Game färben. Jetzt. Da oben hin. Und der weiterfahren. Und der Twiki. Da rüber. Man muss mit den Roller sehr reich bei diesen dritten Generation umgehen. So. Jawohl. Wow, Tenferno. Gut. Dann hätten wir das auch schon. Zack. Ich habe ich wieder ein paar Leute einfach so überfahren kann. Oh, einer hat Titan aktiviert. Als ob. Moment, kann man schon besser drauf nutzen. Kommt da einer? Mist! Da schießt eine Tintenzucke ab. Das ist nicht so toll. Und jetzt das bessere Roller anfärben. Zack. Jetzt hochwählen. Okay, da steht keiner mehr. Auf den Baum. So, erst noch Kater falsch. Okay, ich habe ich gesehen. Ah, ja, spät. Dann eben weiter vorne. Zack. Muss aber immer aufpassen, wie man fährt. Jo! Komm schon, der steht, der macht Move, komm schon! Ach, geht zurück! Okay, so geht's auch. Okay, jetzt hatte ich schon wieder Karte voll. Zack. Okay, der steht da oben. Komm schon, trau dich, trau dich. Jawohl! Hast du nicht zu viel getraut? Zack. Ich glaube, jetzt kann man durchsprechen. Oh Gott! Der normale Roller. Da kann man, hat man leider eine Stelle. Da kann man nicht mehr viel auswaschen. Jetzt nochmal springen. Hoffentlich ist da keiner. Gut. Wow. So. Und jetzt da oben ein bisschen mehr. Oh komm, da steht ja einer, oder? Ein normaler Roller. Okay. Hä? Warte. Mist. Wow, wo kommt der andere Japaner? Hab ich ja gar nicht mehr. Wow. Wow. Das ist ja schon krass. Einfach mal das gesamte Team mal kurz fertig ausgelöscht.
Komm schon, trau dich runter. Trau dich. Oder so. Sollte man auch machen. Teamkooperation. So, dann würde ich mich verabschieden für diesen Part. Und danke, dass ihr mal wieder zugeschaltet habt. Ich weiß, dass es lange kein Video kam. Und ich werde auch weiterhin versuchen, wieder zu produzieren, wenn ich nicht mehr so oft bei den 1 Stream bin. Ich wollte es nur wieder machen. Und ich verabschiede mich. Euer N-Serie-Name, Autosch Gamer. Tschüss, ihr Squiddos. Bleibt immer schön squiddig. Aber nicht zum Verspotten.